Ich habe ja lange überlegt, ob ich in mein Auto eine Kühlbox packe. Und deswegen zeige ich euch jetzt im Video, was meine Lösung ist. Die Lösung funktioniert für alle, die keine Lust haben, 300 Euro in eine Kühlbox, Kompressor-Kühlbox zu investieren oder die ein Platzproblem haben und vielleicht nur für Kurztrips unterwegs sind und nicht in ihrem Van wohnen. Und zwar ist hier unten, hier ist der einzige Platz, wo bei mir eine Kühlbox hingepasst hätte. Und keine Kühlbox passte dahin. Da. So. Unter der Bank, da wo ich jetzt noch Platz gehabt hätte, haben wir, ja sagen wir mal, maximal 30 cm, aber eher so 28, wenn man noch ein bisschen rangieren möchte. Ihr habt mich schon mehrfach gefragt, ob ich im Auto denn gar keine Kühlbox habe. Nein, habe ich nicht, denn es gibt bei mir jetzt mehrere Probleme. Eins ist der Platz und das andere sind die unverhältnismäßig hohen Kosten. Kompressor-Kühlboxen, die günstigsten kosten mindestens 300 Euro. Und da, wo vielleicht andere ihre Kühlbox hingebaut haben, habe ich aus Gewichtsverteilungs- und anderen Gründen für Stauraum, habe ich meine Kanister hingesetzt. Das heißt, in die Seitentür, in den Seitenbereichen neben das Bett, da sind die Kanister. Bei anderen sind die unter der Küche, aber dann hat man zwei Probleme. Erstens sieht man dann nicht, manchmal nicht, wie viel da drin ist und man kriegt die nicht so gut rein und raus und es fehlt der Stauraum in der Küche. Das heißt, der einzige Ort, wo bei mir eine Kühlbox hingepasst hätte, wäre hier unter dieser Bank gewesen. Da habe ich aber nur, sagen wir mal, 28 cm zur Verfügung und es gibt keine Kompressor-Kühlbox, die so niedrig, so flach ist, dass sie darunter passen würde. Außerdem würde eine Kompressor-Kühlbox, klar, die sind energieeffizient, aber die Frage ist natürlich, brauche ich für meine Einsatzzwecke, brauche ich da unbedingt noch einen weiteren Verbraucher? Wie viel bringt mir das, dass ich dann kühlen kann? Denn ja, ich habe ein Solarpack, aber wenn ich da keine Kühlbox anschließe, hält das Ding ungefähr 2 Wochen für mich. Und dann habe ich überlegt, ob es nicht eine andere Lösung gäbe. Und dann bin ich im Internet auf Kühlakkus gestoßen, die angeblich zwischen 3 und 5 Tage, also bis zu 100 Stunden halten sollen. Und das konnte ich irgendwie nicht glauben. Hab mir 6 x 440 g zur Probe bestellt und habe die einfach mal getestet. 3 Tage in der Sonne und mit empfindlichen Sachen wie Erdbeeren, Joghurt und Käse. Und war überrascht. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr denkt, wie lange die Dinger halten. Und ihr habt gesagt, ja, maximal 48 Stunden. Sie waren nach 72 Stunden immer noch gefroren. Und die Erdbeeren, die ich da reingepackt habe, sahen top aus, wie vor 2 Stunden gekauft. Was übrigens überhaupt nicht funktioniert, sind diese Kühltaschen mit den handelsüblichen Akkus. Wir haben das mal Nachmittag lang getestet. Das hat, ja, nicht mal ein paar Stunden gehalten. Also es war irgendwie am Nachmittag, waren die Getränke schon wieder lauwarm. Das Prinzip der Akkus funktioniert so, das ist irgendwie ein spezielles Kühlgel. Ich weiß nicht, warum speziell, aber es ist angeblich unbedenklich. Also man kann es ganz normal in den Restmüll tun und wenn die Dinger mal auslaufen sollten oder so, ist das gesundheitlich nicht bedenklich. Eingeschweißt ist das Ganze mit einer PE-Folie und dadurch ist das auch wiederverwendbar. Man schmeißt die einfach in das Gefrierfach oder in die Gefriertruhe. Also die Firma macht das so, die stellen so Kartons her, so Cooler nennen die die. Die sind einfach doppelwandig isoliert und zum Beispiel für den Versand von Gefriergut oder von, für so Festivals und so kann man die Boxen benutzen. Und die kleinsten Maße, die es bei der Firma gab, waren 40 x 40 x 40 und ich habe euch gerade gesagt, hier passen nur 28 cm hin und deswegen habe ich mir meine eigene Lösung selber gebaut aus einem Karton, weil das Prinzip bei deren Cooler auch ist Luft. Quasi Luft ist ein schlechter Wärmeleiter und das ist dann wie eine Wand. Ja, und dann habe ich gedacht, das Luftwand kriege ich auch hin. Und zwar eine Box 28 cm hoch. Doppelwandig isoliert, genauso wie der Original-Cooler, aber mit einer anderen Technologie quasi. Ich habe mir einen großen Karton genommen, habe den mit dem Boden, vom Boden aus 28 cm Höhe abgeschnitten und dann habe ich das obere Teil genommen und habe es auch auf eine 28 cm Länge beschnitten und habe dann an den Seitenteilen immer ein Stück weggenommen, auf der und auf der Seite und konnte das dann mit ein bisschen schmaleren Maßen in diesen Karton hier reinsetzen. Und dann habe ich das eine Teil in das andere gesteckt, dann hatte ich sowohl einen Boden als auch eine Möglichkeit, den zu schließen. Und dann habe ich die Mittelstücke genommen und habe mir
die hier auf eine kleinere Größe zusammengeschnitten, sodass ich ein bisschen Luft hier zwischen hatte. Und da habe ich Luftpolsterfolie, die ich noch hatte, und so eine alte Isomatte, Reste davon, ist ja auch Isolierung, mit Silberfolie genommen und habe das in die Zwischenwände reingesteckt. Und hier drin sind dann die Akkus. Die habe ich gestern reingetan und selbst die oben lagen, sind immer noch gefroren. Sind die immer noch gefroren. Und das Ganze habe ich mal getestet mit auch 6 Akkus mal 440 Gramm. 3 Tage in der prallen Sonne. Hat in meiner Box, die jetzt quasi nur der Prototyp ist, sehr gut funktioniert. Aber ich habe dann die Firma angeschrieben und denen gesagt, pass mal auf, richtig coole Akkus, die ihr da gemacht habt. Und ich bin da sehr begeistert von. Ich würde darüber gerne ein Video machen. Und die hat dann natürlich ein bisschen geschmunzelt, als ich denen meine Lösung gezeigt habe. Aber fand es sehr interessant, den Hinweis, dass deren kleinste Größe mit den 40 cm, dass das vermutlich für manche zu groß ist. Und die haben gesagt, möchtest du nicht trotzdem nochmal testen, wie lange die halten, wenn du die Originalbox benutzt? Und die haben sie mir geschickt. Also die habe ich umsonst gekriegt, um das nochmal zu testen. Also es wird flüssiger, aber hier innen drin ist noch gefroren. Bei den kleinen auch. Innen drin gefroren, außen flüssiger. Hier sogar noch mehr. Ja. Tag 4. Nicht mehr gefroren in dem hier, aber kalt. Gleiches gilt hierfür. Ja, hier ist noch ein Stück Eis drin. Hier unten ist im Kern auch immer noch Eis. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da auf jeden Fall. Da. Auch hier ist noch Eis drin. Ja, Tag 4. Auf jeden Fall werden sie bis Tag 5 überleben, die Lebensmittel. Und sind wirklich eiskalt. Also die Akkus an Tag 4 zum Teil immer noch gefroren, aber auf jeden Fall kalt und auch der Inhalt in der Box kalt. Und es gibt auf Campingplätzen Gefriertruhen, habe ich erfahren. Und für alle, die dann länger unterwegs sind, wäre auf jeden Fall ein Zwischenstopp beim Campingplatz cool. Dann könnte man die Akkus wieder einfrieren und dann kann man auch länger unterwegs sein. Ich werde das Ding auf jeden Fall, also die Akkus auf jeden Fall weiter nutzen. Mit welcher Box, weiß ich noch nicht. Es ist schon ganz schön, so einen riesen Kühlschrank zu haben. Aber mit der kleinen ist natürlich praktisch, dass das direkt unter meine Bank passt. Vielleicht macht die Firma ja noch mal kleinere Boxen. Für mich persönlich ist die 40 cm Box aber keine Lösung, die gut funktioniert. Ich brauche 28 cm, damit das unten reinpasst. Aber was ich richtig cool finde, ist, dass ich diese Akkus entdeckt habe, denn die meiste Zeit reise ich nicht länger als eine Woche am Stück oder es ist halt selten der Fall, dass ich mal schaffe, länger als eine Woche zu reisen. Und für Wochenendausflüge nach der Arbeit und so, wenn man im Sommer ein kaltes Getränk will, ist das für mich eine richtig gute Lösung. Und da musste ich jetzt nicht 300 Euro in die Hand nehmen und ständig halt diesen Energiebedarf im Hinterkopf haben von der Kompressorkühlbox, die entsprechend viel Platz wegnimmt. Wenn ihr in dem Wagen wohnt, ist das natürlich was komplett anderes. Aber für all diejenigen, die vielleicht entweder ein enges Budget haben oder auch ein Platzproblem, wäre das was. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Platz im Auto als ich, dann reichen euch auch die 40 cm von der Firma. Die heißen übrigens Easy to Cool und die Akkus Easy Akku. Und selbst wenn die Akkus nach 100 Stunden, also nach 4 bis 5 Tagen oder so nicht mehr gefroren sind, die Sachen werden ja nicht sofort schlecht, ne? Zumindest für so Trips, die eine Woche gehen oder wenn ihr halt einfach irgendwie am Wochenende oder nach der Arbeit mit dem Ding unterwegs seid, ist das super. Und wenn das Budget, wenn es beim Budget klemmt oder am Platz mangelt. So, und jetzt habe ich die Firma gefragt, ob die nicht Lust hätten, für euch ein Giveaway zu machen. Und die haben gesagt, ja. Und deswegen könnt ihr jetzt 3 Boxen gewinnen mit 35 Liter Volumen. Und zwar mit den großen Akkus da drin. Ihr müsst mir nur in die Kommentare schreiben, wofür ihr diesen Cooler, also diese Box und die Akkus einsetzen würdet. Was die erste Gelegenheit wäre, wo die zum Einsatz kommt. Hinterlasst einen Kommentar unter dem Video
Und zwar bis zum 31. Juli. Und dann losen wir nach dem Zufallsprinzip aus und die Boxen gehen an euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ansonsten könnt ihr ja mal hier ins letzte Video gucken.